Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr immer gegen Platz 1 global gewinnen könnt und wie ich es geschafft habe, innerhalb von einer Stunde gegen Platz 1 global und Platz 2 global zu gewinnen. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es mal wieder ein ultra krasses Video, denn im heutigen Video zeige ich euch geheimes Gameplay, was man bisher noch nie auf YouTube gesehen hat, wo ich tatsächlich innerhalb von einer Stunde gegen Platz 1 global, gegen Platz 2 global gewonnen habe und auch gegen andere ultra krasse 70.000 Pokalspieler. Und das ist wirklich kein Spaß. Wir werden uns gleich das Gameplay zusammen anschauen. Und dann werde ich euch eben verraten, wie ihr wirklich jedes Mal gegen Platz 1 global oder auch Platz 2 global gewinnen könnt. Und das ja wirklich nur, wenn ihr euch ein bisschen konzentriert und eigentlich nur ganz wenige Punkte beachtet. Denn Leute, es gibt auf jeden Fall so gute Taktiken dafür. Natürlich meine ich jetzt nicht die Spieler zu snipen, sondern ich meine einfach, wenn ihr zufälligerweise gegen die spielt, was ihr dann tun müsst, um zu gewinnen, weil ja, da gibt es eben so gute Taktiken. Und ich würde sagen, Leute, wir starten auf jeden Fall rein. Lasst unbedingt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo, Leute. Und ich würde sagen, let's go. Also, Freunde, wer ist denn überhaupt jetzt aktuell auf Platz 1 global in Brawl Stars? Wir sehen, es ist dieser Protislav auf jeden Fall. Er ist gerade geisteskrank am Pushen, hat schon fast 75.000 Pokale gepusht. Aber die Saison endet gleich. Das heißt, das ist auf jeden Fall ungefähr sein Maximum, was er erreicht hat. Und Leute, ihr seht schon, er hat wirklich alle Brawler auf Rang 35, 1300er mit jedem. Und wir haben es geschafft, gegen ihn zu gewinnen. Und nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen Hyra. Und das zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal gleich. Natürlich Grüße an Hyra. Er ist meiner Meinung nach so mit der krasseste Spieler der Welt. Aber trotzdem haben wir es eben geschafft. Platz 2 global Hyra aktuell. Er tut jetzt in der 8-Wochen-Saison richtig reinpushen. Leute, wenn ihr auch wollt, dass ich richtig reinpushe in der nächsten Saison, dann lasst mal ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Soll ich vielleicht einen neuen Pokalrekord versuchen? Aktuell ist ja 50.000 Pokale mein Rekord. Vielleicht könnte ich ja mal auf jeden Fall da einen neuen Rekord versuchen. Dann schreibt das auf jeden Fall mal rein, ob ich das machen soll. Wisst auch Hyra, jeder Brawler Rang 35. Vielleicht jetzt außer Sam, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht genau. Sam jetzt noch nicht, aber ansonsten auf jeden Fall fast. Und Janet. Okay, aber schon sehr, sehr krass, Leute. Und wir haben gegen beide gewonnen. Und nicht nur gegen die beiden, sondern auch gegen Cubic zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Leute. Cubic hatte damals mit Hyra 70.000 Pokale gepusht. Ich finde ihn jetzt hier nicht mehr so wirklich in der Liste. Aber naja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Gameplay zusammen an, wo ich es eben geschafft habe. Und dann zeige ich euch, wie wir das gemacht haben. Also Leute, hier ist auf jeden Fall das Gameplay. Und zwar seht ihr schon, es war die 1.000 Pokale der Nita-Runde. Deswegen habe ich die auf jeden Fall auch gefilmt. Wir sehen auf jeden Fall, ich habe einmal mit Onkel Mo gespielt und einmal mit einem sehr guten Spieler, mit einem Pro-Player auf jeden Fall auch. Und wie haben wir das Ganze gemacht? Erstmal der erste Punkt, ganz, ganz wichtig, man braucht auf jeden Fall 3 Meta-Brawler. Also 3 Brawler, die aktuell in der Meta sehr gut sind. Der Nita sehr gut, Search sehr gut und auch Jeanette sehr gut, ne? Nur dann ist das auch möglich, wirklich. Muss ich ehrlich so sagen, es ist je nach Map natürlich auch abhängig, die einzelnen Brawler. Und was auf jeden Fall entscheidend ist, man hat auf jeden Fall eine klare Mitte. Also Jeanette ist hier ganz klar die Mitte. Und ihr seht schon, oha, wir spielen hier gegen 3 Spieler, Leute. Und Hyra war übrigens die Star Shelly, ne? Also das ist Hyra, Leute. Ihr seht ihn jetzt rechts oben, ne? Und ihr seht schon direkt, das sind keine schlechten Spieler, natürlich, ne? Die spielen auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber wir haben jetzt geschafft, dieses Game zu gewinnen. Erstmal, wir haben natürlich sehr, sehr ein krasses Team auf jeden Fall. Wir haben uns sehr konzentriert und uns abgesprochen. Und schon mal ganz klar auch festgestellt, okay, Search geht auf die Shelly, weil Search ist gegen die Shelly auf jeden Fall nicht schlecht. Und ihr seht schon, boom, da ist schon das erste Tor. Hat gar nicht mal so lange gedauert. Er hat einfach seine Lane gewonnen gegen die Shelly. Weil Shelly ist natürlich aktuell nicht so der stärkste Brawler. Ich würde sagen, ich mache mal kurz Pause. Denn Leute, ein ganz wichtiger Punkt ist eben, die krassen Pro-Player, Platz 1 global, Platz 2 global, spielen meistens keine Meta-Brawler, weil die Meta-Brawler pushen sie am Anfang der Season schon hoch und ja, dann gegen Mitte oder Ende der Season bleiben nur noch die schlechten Brawler in Anführungszeichen übrig, ne, die sie dann auch noch hochpushen müssen, um Pokalrekorde zu erreichen. Das heißt, wenn ihr 3 Meta-Brawler spielt, habt ihr schon mal einen Vorteil im Gegensatz zu den anderen beiden, die wahrscheinlich nur 2 Meta-Brawler spielen, weil Shelly ist definitiv kein guter Meta-Brawler, also nicht so stark, ne. Und trotzdem müssen die den ja immer hochpushen. Ihr seht schon, oha, RIP 1 zu 1 steht es jetzt auf jeden Fall. Das war so ein sehr knappes Game, ne? Kann auf jeden Fall passieren. Aber nochmal
zusammenraffen, auf jeden Fall nicht nervös werden und dann klappt das auf jeden Fall. Ihr seht schon, Onkel Mo hier macht eine starke Mitte. Hyra kann da nicht so gut rauskommen gegen den Surge. Und vor allem haben wir jetzt eine sehr gute Sicht auf jeden Fall. Ich bin hier mit der Nita auf jeden Fall am Kämpfen. Na, gegen den Rico ist es sehr schwer gewesen. Aber genau, ihr seht schon, okay, jetzt sieht es gar nicht mal so gut aus. Aber Onkel Mo hält hier sozusagen die Stellung. Und jetzt komme ich auf jeden Fall zurück und push wieder rein. Und so, schauen wir auf jeden Fall mal, wie wir das geschafft haben. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier, seht ihr, gecornert, ne? Jetzt sah es gar nicht mal so gut aus. Hier, ihr seht schon, Onkel Mo hat es aber noch geschafft, den Ball zu bekommen. Und was jetzt halt ganz wichtig ist, Leute, zum Beispiel Shelly ist nicht gut in der Verlängerung, also Hyra, ne, weil er ja Shelly ist. Dementsprechend, das wäre schon mal ein Vorteil, wenn man es einfach ein bisschen die Verlängerung schafft sozusagen. Weil dann kann man auf jeden Fall easy den, also die Shelly eben auskontern. Aber wir schauen jetzt mal, wie wir das gemacht haben. Wir sind jetzt hier echt sehr gut nach vorne gekommen. Hyra ist down. Jetzt gibt es nur noch die Bee und den Rico. Wenn ich es jetzt schaffe, Bruce zu bekommen, wäre das natürlich sehr gut, Leute. Und zack, da sehen wir auf jeden Fall, der Bruce ist am Start, macht richtig Druck und boom. Okay, wir haben nicht mal die Verlängerung gebraucht, wir haben es geschafft, 2:1. Und jetzt sehen wir, wer eben die Gegner waren, Leute. Und ihr seht es schon, oha, es waren einmal tatsächlich Hyra, ne? Dann auf jeden Fall noch zwei Mates von Hyra. Ultra heftig, natürlich trotzdem GG, Bro, Grüße gehen raus. Und jetzt schauen wir auf jeden Fall mal, ja, wie wir das Ganze rausgefunden haben. Das war die 1000 Pokale-Runde, deswegen habe ich die aufgenommen für der Nita, ne? Und wir sehen schon Hyra, yep, es war auf jeden Fall der echte. Oh mein Gott, da habe ich es auf jeden Fall nicht glauben können. Ihr seht es auf jeden Fall sehr, sehr krass. Aber kein Clickbait, Leute. Ich zeige euch jetzt nämlich nochmal gleich, wie wir auch gegen Platz 1 global gewonnen haben. Hier erstmal, genau, hatten wir auch gegen Cubic gewonnen, ihr seht es. 70.000 Pokal, auch gegen ihn hatten wir gewonnen. Und ein Spiel davor hier, rechts unten seht ihr es, Protislav. Und ihr seht schon, okay, Protislav, Ash, Crow, Gale. Auf jeden Fall jetzt nicht eine mega schlechte Kombo, aber jetzt auch nicht eine ultra krasse oder sowas, ne? Aber es hat auf jeden Fall geklappt. Gegen ihn, damals hat er 67.000 Pokal, das ist schon so 1 bis 2 Wochen her auf jeden Fall. Und genau, auf jeden Fall sehr, sehr kranke Sachen. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie wir das überhaupt geschafft haben. Also Freunde, bevor wir jetzt zu den Tipps kommen, ich werde der Nita auf Rang 35 natürlich noch pushen, keine Sorge. Das müsst ihr aber erst in der neuen Saison machen, da haben wir auch 8 Wochen Zeit. Dementsprechend, ihr wisst Bescheid. Und jetzt, Freunde, kommen wir auf jeden Fall zu den Tipps. Also, Tipp Nummer 1, ihr braucht 2 sehr gute Mitspieler im Team, ne? Also 2 Leute, die sich sehr gut mit Brawl Stars auskennen. Am besten Pros, E-Sportler oder sowas in der Art, ne? Einfach sehr, sehr gute Spieler. Müssen natürlich keine krassen E-Sportler sein, aber am besten schon natürlich. Dann Punkt Nummer 2 ist, ihr braucht 3 Meta-Brawler. Denn ihr könnt davon ausgehen, dass die Platz 1 global oder Platz 2 global eben nicht 3 Meta-Brawler im Team haben. Das ist meistens so, weil halt nicht immer die Meta-Brawler noch zum Pushen verfügbar sind sozusagen. Dann Punkt Nummer 3 ist auf jeden Fall, ihr braucht eine klare Mitte und 2 Lanes außen. Also ihr braucht in der Mitte zum Beispiel einen Brawler wie Jeanette, Bee, Bell, Jesse, also ganz klare Mid-Brawler sozusagen und außen ganz klare Lane-Brawler. Spielt niemals 3 Lane-Brawler oder 3 Mid-Brawler, ne? Also das ist auf jeden Fall, da muss man sich ein bisschen auskennen. Und auf jeden Fall war es das an sich sogar schon mit den hauptsächlichen Tipps, Leute. Wenn ihr die beachtet, sollte das eigentlich klappen. Wie versprochen werde ich natürlich der Nita dann bald auf Rang 35 pushen. Leider ist jetzt die Saison vorbei, wo ich das aufnehme, in 45 Sekunden. Aber wir werden in der nächsten Saison natürlich der Nita auf Rang 35 pushen. Das wird auf jeden Fall ultra krass, Leute. Lasst ein Like da, kostenloses Abo. Wir sehen uns und ciao, ciao.